Möchten Sie Ihren Pressespiegel mit eigenen und selbst digitalisierten Beiträgen vervollständigen? Mit dem Pressespiegelmanager Premium geht das ganz einfach. Wir zeigen Ihnen wie. Einige Verlage liefern der PMG derzeit noch keine digitalen Inhalte. Sie finden diese dann zwar nicht im PMG-Portal, zu Ihrem Pressespiegel können Sie sie in der Regel aber trotzdem rechtssicher hinzufügen. Für welche Publikationen wir den Rechtekauf anbieten, zeigt Ihnen unser Medienpanel. Beiträge aus allen aufgeführten Titeln können Sie selbst digitalisieren, wenn Sie sie über die PMG lizenzieren. Zum Beispiel direkt im Pressespiegel-Manager. Klicken Sie dafür im Pressespiegel-Manager auf Artikel erstellen und es werden Ihnen die passenden Einstellungen angezeigt. Standardmäßig ist der Reiter PMG-Quelle ausgewählt. Beginnen Sie, den Namen der Publikation einzugeben und wählen Sie sie aus den Vorschlägen aus. Tragen Sie danach alle weiteren Felder ein. Den Autoren oder die Autorin, das Datum, den Titel und die Beschreibung. Und laden Sie Ihren Artikel als PDF, JPEG oder PNG hoch. Klicken Sie jetzt auf Artikel erstellen. Nachdem Sie Ihren Beitrag über die Vorschau geprüft haben, lizenzieren Sie ihn. Klicken Sie dafür auf Artikel lizenzieren und anschließend auf Jetzt kaufen. Sie können diese Schritte auch durchführen, nachdem Sie mehrere Artikel eingefügt haben. Jetzt ist Ihr Pressespiegel versandbereit. Allerdings ergänzen einen modernen Pressespiegel auch andere Inhalte, bei denen keine Lizenz erforderlich ist. Owned Media, zum Beispiel Ihre neueste Pressemitteilung oder auch Beiträge, für die Ihnen die Verbreitungsrechte vorliegen. Auch für diese klicken Sie zunächst auf Artikel erstellen, wechseln dann aber in den Bereich eigene Quelle. Tragen Sie dann den Namen Ihrer Quelle ein. Die Sie bisher verwendet haben, sind über die Funktion per Liste auswählen schnell griffbereit. Laden Sie bei Bedarf ein Logo Ihrer Publikation hoch, wählen Sie lizenzfrei und füllen Sie alle weiteren Felder aus. Ihren Artikel können Sie in den Dateiformaten PDF, JPEG und PNG hochladen. Oder Sie fügen den Beitrag als Text ein. Klicken Sie zum Schluss auf Artikel erstellen. Glückwunsch, Ihr Dokument ist bereit zum Versenden. Sie wissen jetzt, wie Sie Ihren Pressespiegel mit Original-Layouts und eigenen Inhalten vervollständigen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Pressespiegel-Manager Premium.